Wo ist Gott? Jesaja Kapitel 45, Vers 19. Ich habe nicht im Verborgenen geredet an einem finstern Ort der Erde. Ich habe nicht zu den Söhnen Jakobs gesagt, sucht mich vergeblich, denn ich bin der Herr, der von Gerechtigkeit redet und verkündigt, was recht ist. Gott lässt sich finden. Das bedeutet nicht, dass der Herr sich vorher versteckt hat. Aber es bedeutet, wer sucht, kann auch finden. Und nur derjenige kann auch im eigentlichen Sinne behaupten, tatsächlich zu leben, der Gott von Herzen sucht. In Amos 5, Vers 4 heißt es, denn so spricht der Herr zum Hause Israel, suchet mich, so werdet ihr leben. Die Frage, die man sich als Suchender und auch als Christ stellen muss und darf, ist, wo man Gott sucht. Ich behaupte jetzt einmal, dass der Herr immer genau dort ist, wo er sein sollte. In deiner dunkelsten Stunde, in deiner Ohnmacht und in der bittersten Traurigkeit und in deiner Einsamkeit und auch deinem Schmerz und deiner Angst. Aber auch dort, wo du ausgelassene Freude empfindest und entspannt bist und unbeschwert das Leben genießt und einfach glücklich bist. Auch da ist Gott da und anwesend. Aber es ist unmöglich, dass man Gott manchmal dort sucht, wo er nicht ist, weil er dort nicht sein will und nicht sein kann. Wenn wir im Glauben unseren eigenen Vorstellungen erliegen, ist es auch gut möglich, dass wir Gott manchmal einfach übersehen, obwohl er da ist. Also konkret geht es hier um das, was er uns sagen will, durch manche Umstände, auch durch andere Christen, durch ein Wort der Schrift und so weiter. Auch dafür können wir manchmal blind sein. Aber weil Gott gnädig ist, lässt er sich finden. Selbst dann, wenn man ihn vorher vielleicht gar nicht gesucht hat. Auch das ist möglich und letztlich die Wahrheit und der Gnade Gottes geschuldet. In Jesaja 65, Vers 1 heißt es, ich ließ mich suchen von denen, die nicht nach mir fragten. Ich ließ mich finden von denen, die mich nicht suchten. Zu einem Volk, das meinen Namen nicht anrief, sagte ich, hier bin ich, hier bin ich. Es ist die Wahrheit, dass wir nicht nach Gott gefragt haben. Der Herr kam zu uns, nicht wir zu ihm. Das ist auch der Unterschied zwischen einem religiösen Glauben und dem Glauben an das biblische Evangelium. Es ist Gnade, es ist das Evangelium, Römer 3,11. Wenn Gott sich tatsächlich verstecken würde, wer könnte ihn finden? Niemand. Wo ist Gott zu finden? In seinem Wort, in der Bibel, im Gebet, durch Gottes Stimme in deinem Gewissen, durch Umstände, durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt, oder auch, wie gesagt, durch andere Christen, die dir vielleicht manchmal zufällig, in Anführungszeichen, etwas zu sagen haben oder etwas mitzuteilen haben, was dich in deiner Seele berührt, was genau in deine Lebenssituation hineinspricht. Gott steckt nicht in Traditionen, in Gesetzen oder in Ritualen. Wenn in deinem Leben manches schiefgelaufen ist, obwohl du gebetet und Gott gesucht hast, dann kann es vielleicht sein, dass du an der falschen Stelle gesucht hast oder dass einfach die Zeit noch nicht reif war für Gottes Antwort. Das Beten an sich hat noch keine besondere Bedeutung und Aussagekraft. Man kann fromme Begriffe mit falschen, nämlich sündigen Inhalten füllen und denken, dass allein durch die Begrifflichkeit das Gebet richtig ist und ankommt. Aber Gott will nicht unsere Worte, sondern unser Herz. Manchmal lässt Gott es zu, dass wir ein zerschlagenes Gemüt und manchmal ein zerbrochenes Herz haben oder bekommen, damit wir ihm wahrhaftig und ganz nahe begegnen können. Ohne fromme Maske und mit leeren Händen. Psalm 34, 19. Es ist Gott alles andere als unangenehm, wenn wir als Christen in Gefahr stehen, gemütskrank zu werden und in einer Traurigkeit und Verzagtheit drinstecken, die uns manchmal schier verzweifeln lassen könnte, wenn es möglich wäre. Aber
Gott ist das nicht Unrecht, weil er uns leiden sehen will, sondern weil er weiß, dass wir dadurch durchaus offen werden für sein Reden und sein Wirken und auch für seinen Trost. Einen Trost, den die Welt nicht kennt und einen Trost, wie nur Gott trösten kann. Und weil wir dann von aller Frömmelei und Religiosität befreit sind in so einem Moment, wenn wir es selbst satt sind, nur in frommen Worthülsen uns auszudrücken und zu glauben und sozusagen in einer frommen Tretmühle zu stecken, ohne dass es irgendwie weitergeht und besser wird und wir irgendwie erfüllter sind oder richtig mitbekommen, mit wem wir es zu tun haben, dann wird Gott uns helfen, von der Theorie in die Praxis zu kommen, von der religiösen Oberflächlichkeit in die selige Tiefe. Und das geschieht selten, wenn wir meinen, ich kann über Gott verfügen und ihn steuern durch meinen Glauben oder meine Gebete. Kann ich nicht. Gott ist souverän. Vielmehr muss uns Gott öfters klar machen, dass wir uns tatsächlich nicht mehr selbst gehören und aus Gnaden erlöst sind und eben nicht aus uns selbst und dass wir teuer erkauft sind durch das Blut Jesu Christi. Gott ist uns nahe, in deiner größten Traurigkeit, aber auch in deiner größten Freude. Gott ist der Lebendige, der Ewige, unser Heiland Jesus Christus, den Anfänger und den Vollender des Glaubens, der uns angenommen hat, der uns zu Kindern Gottes gemacht hat, der uns nicht verlassen und nicht versäumen will. An diesen Gott dürfen wir glauben. Dieser Gott sieht alles, versteht alles, kennt alles. Er kennt deine Vergangenheit, deine Gegenwart und auch deine Zukunft. Und Gott ist schon dort, wo du sein wirst einmal. Aber am wichtigsten ist, dass du ein Kind Gottes geworden bist, durch Gnade, durch die Erlösung, durch die Vergebung am Kreuz, geschehen durch Gottes Sohn, Jesus Christus, der uns mit seinem teuren Leben, was er hingegeben hat, am Kreuz versöhnt hat mit dem ewigen Gott, an den wir glauben dürfen. Und dieser Gott ist da, lässt sich finden und ist für uns als Christen, als Kinder Gottes immer auf Empfang. Immer da, immer anwesend. Und er sieht uns, er kümmert sich um uns und er meint es unendlich gut mit uns und er wird uns alle Dinge in diesem Leben stets zum Besten dienen lassen. Das ist sein Versprechen und darauf dürfen wir uns verlassen, jederzeit. Amen. Jesus Christus kommt wieder, um seine Gemeinde zu holen. Er sagt in Matthäus 24, 42, so wacht nun, da ihr nicht wisst, in welcher Stunde euer Herr kommt. Liebe Freunde, ihr müsst bewusst zur Kenntnis nehmen, dass Jesus Christus diesen Monat wiederkommen kann. Oder schon in dieser Woche. Ja, er könnte sogar...